Mein Herz ans Ruhrgebiet verloren. Der Ruhrpott, geprägt von Schwerindustrie und Kunst. Mittendrin Essen und ein Weltkulturerbe, die Zeche Zollverein. Am 9. Januar wird genau da hinten in der Kokerei das Kulturhauptstadtjahr feierlich eröffnet. Und dann wird auch er hier singen. Das Industriedenkmal schmückt sich mit Grönemeyer, aber nicht nur. In der einstigen Kohlenwaschanlage öffnet das Ruhrmuseum über die Geschichte des Reviers. Blickfang wird das Treppenhaus von Rehm Kohlhaas sein. Es wirkt, als ob flüssiger Stahl die Rinnen herunterläuft. Ein Stück weiter. Früher lagerten hier Tonnen von Kohlen. Heute sind die riesigen Trichter Ausstellungsfläche für Fotografie. Die einst größte Zeche Deutschlands vereint gelungen Kultur und wegweisende Architektur. Diese Gebäude waren wirklich nur zum Schutz für die Maschinen da, nicht für die Menschen. Die waren funktional gedacht. Und deswegen sehen sie sehr glatt, sehr strikt aus. Die haben sich bemüht, das noch zu unterstützen, dadurch, dass man keine Dachrinnen sieht zum Beispiel, überhaupt keine Dächer sieht. Auch Oberhausen ist stolz auf seine verwandelte Industrie. Der Gasometer zeigt bis Ende 2010 die Ausstellung Sternstunden, eine Reise durch unser Sonnensystem. Spektakulär, der Mond mit 25 Metern Durchmesser. Bis zum Sommer 2010 spielen Jugendliche aus dem Ruhrgebiet Theater. Sie machen Performances, Aktionen, wie zum Beispiel hier in der Fußgängerzone Herne. Sterbehilfe oder schmerzvoller Tod? Wenn schon sterben, dann als Held. Sterbehilfe, Zivilcourage, Abtreibung. Ein Jahr lang diskutieren Jugendliche aus Herne über Werte und Gewissen. Ihre Aktionen testen sie vor Passanten, eine von 7 Theatergruppen. Ein paar Kilometer weiter, in der U-Bahn, probt die Bochumer Truppe. Du machst gar nichts mehr für die Beziehung, weißt du? Ich weiß gar nicht mehr so. Das war alles am Anfang so anders und jetzt bin ich immer die Einzige, die irgendwas macht und. Im Sommer zeigen alle ihre Arbeit auf einem Camp. Motto: Wie willst du die Welt verändern? Wir interessieren uns für unsere Welt. Wir lesen auch Zeitungen, auch wenn man das häufig gar nicht so glaubt. Und gucken Nachrichten nicht nur auf RTL 2. Und deswegen haben wir halt auch irgendwie das Bedürfnis, die Welt zu verändern. Ein Highlight in Essen: Das neue Museum Folkwang, gebaut von Star-Architekt David Chipperfield. Der graue Altbau ist einem hellen, offenen Gebäude gewichen. Viel Glas, Innenhöfe und ein riesiger Raum, 1400 Quadratmeter. Das ist doch mal eine Ausstellungshalle. Die bleibt bei der Eröffnung Ende Januar erstmal leer. In den anderen Räumen wird die Sammlung gezeigt. Einzigartige Kunstschätze des 19. und 20. Jahrhunderts. Eins habe ich noch vergessen, 2010 wird viel gesungen zwischen Duisburg und Dortmund und daher jetzt von uns die inoffizielle Ruhrgebietshymne. Wir sind das Ruhrgebiet, die Droge, die uns süchtig macht, das hätte ich nie gedacht.